Nach Freitag der 13. Teil 5 hatte das Franchise ein fettes Problem. Dieses Mal fanden nicht nur die Kritiker den Film sondern auch viele Fans waren enttäuscht. Frecherweise hatte man ihnen einen Fake-Jason unterjubeln wollen. Was ich nach wie vor als völlig irrationale Kritik ansehe. Dieser Film hat so viele Schwächen und man stürzt sich ausgerechnet auf das, was diesen Film sogar noch aufwertet. Ich meine, das ist ein Typ in einer Eishockeymaske, der Teenager abmetzelt. Okay, das ist nicht Jason Voorhees. Aber das juckt doch keinen. Oh doch, das juckt sogar verdammt viele. Sogar so viele, dass Paramount Pictures Angst bekommen hat, dass ihre goldene Gans bald keine Eier mehr legen wird. Als es an die Produktion zu Teil 6 ging, stellte der Producer Frank Mancuso Jr. eine Sache klar. Jason Voorhees musste zurückkehren. Alles andere legte er in die Hände von Drehbuchautor und Regisseur Tom McLaughlin. Der dachte, dass das Franchise bereits ausgebrannt war, fand dann aber doch noch einen Ansatz, um frischen Wind reinzubringen. And I went to Paramount and sat in a screening room and watched them all back to back. And out of that I thought, okay, what hasn't been done? And because I've always had a great love of gothic horror, I thought if I could bring in that element. McLaughlin löschte Teil 5 zum Großteil aus der Kontinuität der Reihe, brachte Jason zurück von den Toten und garnierte alles mit einer Prise Humor. Freitag der 13. Teil 6 drückt also den Reset-Button, will aber gleichzeitig etwas komplett Neues sein. Schauen wir mal rein, ob das funktioniert hat. Der Film startet mit zwei Dudes, die in einem Auto sitzen. Du hättest nicht mitkommen müssen, Horst. What? Der Typ heißt Horst? Alter, in welchem amerikanischen Film heißen Menschen Horst? Im Original heißt der Typ Alan. Wie zur Hölle kommt man von Alan auf Horst? Wobei, Moment mal. Der heißt Alan Horse. Der nennt ihn also bei seinem Nachnamen Horse und weil ich ein übertriebener Allmann bin, habe ich da einfach Horst rausgehört. Shame on me, ich nehme alles zurück. Weißt du, wenn die das im Institut jemals rausbekommen, Tommy. Wait, what? Tommy? So wie Tommy Jarvis aus Teil 5? Warum sieht der komplett anders aus und der war doch eigentlich auch Kuckuck? Okay, es braucht eine Menge Kontext. Der 12-jährige Tommy Jarvis zerhackt Jason Voorhees im Finale von Freitag der 13. Teil 4. Sein Kinderhirn wird davon traumatisiert, weshalb er die nächsten Jahre in der Nervenheilanstalt verbringt und mit Medikamenten vollgepumpt wird. Er ist apathisch, leicht reizbar und ein absoluter Weirdo. Er kommt in ein Jugendcamp, das ihm helfen soll, gesund zu werden. Durch einen Fake Jason, der Amok läuft, wird er aber nur noch verwirrter und am Ende von Teil 5 schnappt er sich dann eine Eishockeymaske und ein Messer und will eine Campbetreuerin damit umbringen. Bevor er das tun kann, endet aber der Film. Dementsprechend stellen sich ein paar Fragen. Warum ist er auf einmal normal? Und warum sieht er komplett anders aus als in Teil 5? Letzteres ist schnell erklärt, der Schauspieler von Tommy aus Teil 5, John Shepard, lehnte die Rolle für den 6. Teil ab und besuchte lieber eine Priesterschule. Vom Schauspieler in einem Schmuddelhorrorfilm zur christlichen Schule. Ah ja, das echte Leben. Das schreibt immer noch die besten Plottwists. Seine Rolle übernahm Tom Matthews. Stellt sich aber immer noch die Frage, warum ist er nicht mehr geisteskrank und was wurde aus Pam, die er mit einem Messer bedroht hat? Die Antwort darauf findet sich in dem Buch zum Film. Dort erfahren wir, dass Pam es schaffte, Tommy zu beruhigen. Er nimmt das Messer runter und kann in den folgenden Jahren in der Nervenheilanstalt erfolgreich behandelt werden. Der Film erklärt das übrigens an keiner Stelle, sondern setzt uns den neuen Tommy einfach so vor die Nase. Übrigens ist diese Inkarnation von Tommy auch in dem Videospiel Freitag der 13. The Game spielbar. Und außerdem kehrt Tommy auch in der Mini-Comic-Serie Freddy vs. Jason vs. Ash zurück. In diesen Comics wird die Geschichte nach den Ereignissen von Freddy vs. Jason weitererzählt. Und wenn wir schon so viel über Tommy reden, was sagt eigentlich Corey Feldman dazu? Der hat ja den allerersten Tommy gespielt. I see it a bit kind of like Jamie Lee Curtis and Michael Myers. I think they should do a Friday 2.0 and have me come back as the character as Tommy Jarvis and do it grown up and you know have that kind of final confrontation. Interessante Idee. Ich glaube, ich würde mir das sogar anschauen. Jamie Lee Curtis und ihre Halloween-Trilogie von 2018 hat ja bewiesen, dass das durchaus funktionieren kann. Wie seht ihr das? Hättet ihr da Bock drauf? Alan und Tommy sind auf dem Weg zum Friedhof. Tommy will Jason ausgraben, um sicherzugehen, dass er auch wirklich tot ist und unter der Erde verrottet. Es stellt sich heraus, Jason ist wirklich tot und sieht mittlerweile eher wie der Cryptkeeper aus und weniger wie ein Mensch. Tommy reicht das aber noch nicht, daher sticht er mit einem Metallstab auf Jasons Leiche ein. Ein Blitz schlägt in den Metallstab ein und erweckt Jason, ganz in altbekannter Frankenstein-Manier, wieder zum Leben. Und als erste Amtshandlung reißt er Alan mit bloßen Händen das Herz aus der Brust. Wow, dieser Motherfucker ist ganz schön energiegeladen. Versteht ihr? Energiegeladen, weil vom Blitz getroffen und dann... Ja...
Er will sich danach Tommy vorknöpfen, der macht sich aber ganz schnell aus dem Staub. You're a pussy. Es folgt ein Jumpcut auf Jasons Gesicht und seine Pupille und wir werden Zeuge von dem geilsten Freitag der 13. Intro aller Zeiten. Falls das jemand nicht verstanden hat, das ist selbstverständlich eine Anspielung auf James Bond. Und mit diesem humoristischen Intro setzt Freitag der 13. Teil 6 direkt den weiteren Ton dieses Films. Es wird kein klassischer Try-Hard-Horror-Schocker, sondern der Film nimmt sich selbst nicht so ernst. Und ich liebe es jetzt schon. Der feine Humor in diesem Film zeigt sich auch direkt in seinen Dialogen. Die sind überzeichnet, schlagfertig und verdammt unterhaltsam. Nicht schießen, bitte, Sir! Bist du im Showbusiness, Junge? Du hast einen tollen Auftritt gehabt. Tommy rennt zu Sheriff Mike Garris und sucht nach Hilfe, der hält ihn aber für einen Psychopathen und wirft ihn in eine Zelle. Wir erfahren außerdem, dass die Stadt wegen den blutigen Ereignissen im Ferienlager Camp Crystal Lake in Camp Forest Green umbenannt hat. Szenenwechsel zu Darren und Lisbeth. Die sind gerade auf dem Weg zu Lake Forest Green, da steht auf einmal Jason vor ihnen auf der Straße. Lisbeth, die übrigens die Frau des Regisseurs ist, sagt danach das Klügste, was ich jemals in einem Slasher-Film gehört habe. Ich war in genug Horrorfilmen, um zu wissen, dass ein Irrer, der eine Maske trägt, nie freundlich ist. Sie legen den Rückwärtsgang ein und wollen abhauen, bleiben aber im Schlamm stecken. Darren will den Helden spielen, Jason spielt aber Weitwurf mit ihm. Als nächstes versucht Jason, Lisbeth durch die Frontscheibe zu erstechen, sie kann aber knapp entkommen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, bei den Dreharbeiten verfehlte die Metallstange Nancy McLaughlin nur um Haaresbreite. Eigentlich war abgemacht, dass Jason den Speer auf den Fahrersitz sticht und Nancy auf den Beifahrersitz springt, allerdings lenkte die gebogene Frontscheibe den Speer in die andere Richtung ab. Zum Glück wurde aber niemand verletzt. And it missed me by a speck. I mean, they could only do it once. It was really... Lisbeth flieht aus dem Auto und versucht Jason mit Geld zu bestechen, was natürlich nicht funktioniert. Auch das ist eine gelungene Meta-Anspielung. Es ist wie mit dem Franchise. Je mehr Geld man ihm gibt, desto häufiger wird er zurückkommen und noch mehr Leute umbringen. Erst wenn Jason kein Geld mehr einspielt, wird er wohl aufhören zu morden. Dieser Film ist so Meta, dass er Scream in gewissen Dingen 20 Jahre voraus war. Wer beging die Morde in Freitag der 13.? Jason! 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 Zurück beim Sheriff stürmt eine Meute Teenager die Wache. Sie melden dem Sheriff die vermissten Campbesitzer Lisbeth und Darren. Bei dieser Gelegenheit sieht eine der Hühnerbande Tommy in der Gefängniszelle sitzen. Und weil Eulen nun mal auf schlimme Bad Boys stehen, wirft sie direkt ein Auge auf ihn. Und nimm ihn bitte nicht zu hart ran. Er ist irgendwie süß. Megan! Auf dem Friedhof regt sich der örtliche Totengräber über die Grabschändung auf und schippt Jasons Grab einfach wieder zu. Dabei lässt er es sich nicht nehmen, die vierte Wand zu durchbrechen. Er schaut also direkt in die Kamera und richtet folgende Worte an die Zuschauer. Wieso haben sie dich ausgebuddelt, Jason? Manche Menschen verfügen über eine merkwürdige Art von Humor. Und selbstverständlich meint er mit dieser selbstreferenziellen Aussage uns, die ja offensichtlich einen großen Spaß daran haben, dass Jason wieder ausgebuddelt wurde. Im Ferienlager kommen derweil die Kinder an, was Freitag der 13. Teil 6 zum einzigen Film der Reihe macht, in der tatsächlich mal Kinder im Ferienlager sind. Was im Nachhinein betrachtet schon sehr seltsam ist, dass da bisher noch nie Kinder in diesem Ferienlager waren. Es folgt Freitag der 13. typisch eine völlig kontextlose Szene, in der irgendwelche Fremden abgemetzelt werden. Dieses Mal erwischt es eine Gruppe Paintball-Spieler im Wald. Zuerst bekommt ein toxischer Frauenhasser ein bisschen Karma. Sie hätte in der Küche bleiben sollen, wo sie hingehört. Aber wenigstens hat er sich mit einem Lächeln verabschiedet. Mit seiner neu ergatterten Machete enthauptet Jason danach drei Leute mit einem einzigen Hieb. Triple Kill! Wir sehen hier weder rollende Köpfe noch durchtrennte Hälse, was sehr schade ist, denn die Special Effects Crew hatte sich eine Menge Mühe für die Inszenierung gegeben. Es gab eine Attrappe für jeden Kopf und einen Mechanismus, der sie im richtigen Moment abfallen ließ. Das fiel aber alles dem Schnitt bzw. der MPAA zum Opfer. Und wenn wir schon beim Thema Opfer sind, auch Jason wurde während der Produktion gewisserweise zu einer Art Opfer. In dieser Szene steckte der Schauspieler Dan Bradley hinter der Eishockeymaske. Dem Producer Frank Mancuso Jr. gefiel der Look von Jason aber nicht, daher veranlasste er, dass die Rolle neu besetzt werden sollte. Da die Szenen mit den Paintball-Spielern aber schon im Kasten waren, blieben die im finalen Film. Alle anderen Szenen wurden mit CJ Graham gedreht. Graham war ein Nachtclubbesitzer und ehemaliger Soldat. Für ihn gab es nie ein Casting, er wurde bei Probeaufnahmen in seinem Nachtclub zufälligerweise entdeckt und für die Rolle des Jasons ausgewählt. Durch seinen Wehrdienst und seine Zeit als Soldat war er die perfekte Besetzung für Jason. Ein muskelbepackter Riese, der Befehle befolgen konnte. CJ never complained. I mean, and that's a grueling job playing Jason, and especially at the long hours and the, it was freezing cold there and going into that lake. He never ever once said,
anything other than, you know, thank you or yes sir. Nachdem Jason die Paintball-Spieler aufgemischt hat, springen wir zurück zu Tommy. Die Polizei wollte ihn an der Stadtgrenze absetzen, der lockt sie aber zum Friedhof, um zu beweisen, dass Jason wirklich wieder lebt. Dummerweise hatte der Totengräber das Grab ja zugeschaufelt, dementsprechend steht Tommy ganz schön blöd da. Im Sommercamp bespaßen die Betreuer die Kindermeute. Das ist aber nur eine kurze Verschnaufspause, denn wenige Minuten später sind schon die nächsten reif für Jasons Klinge. Während der Totengräber mit seinem Alkoholproblem kämpft, muss er feststellen, dass Jason eine tödlichere Gefahr ist als alles Ethanol dieser Welt. Von seinem Todesschrei alarmiert, wollen zwei Turteltauben auf ihrem Moped abdüsen. Aber niemand entkommt Jason, der durchsticht die beiden mit seiner Machete. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Picknicken? Bei Nacht? Alles schon wieder so unfassbar bescheuert und wahllos? Dann habt ihr recht, aber das hatte einen ganz bestimmten Grund. When the movie was all done, I came up to Frank Mancuso Jr. and I said, I guess it worked, what do you think? He goes, oh yeah, no, it worked great, but we need 3 more kills. So I'm thinking, oh my God, who am I gonna kill? And he says, I don't know, you'll figure it out. Zurück im Camp müssen die Betreuer ein kleines Mädchen trösten, weil sie einen bösen Mann gesehen haben will. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ein Mädchen namens Nancy, das von einem gruseligen Mann träumt, der sie umbringen will? Der Bastard von 100 wahnsinnigen Verbrechern. Der Regisseur McLaughlin hat offiziell bestätigt, dass es sich in dieser Szene um keine Anspielung auf Freddy Krueger aus The Nightmare on Elm Street handelt. In the other rumor, which is it was named after Nancy from Nightmare on Elm Street, who also had nightmares, but that's not true. I named the little girl Nancy, actually after my wife Nancy. Anstatt in ihrem Bett zu träumen, machen Kurt und Nicola in der Zwischenzeit etwas ganz anderes im Bett. Vögel. Oh yeah, und ihr wisst, was das bedeutet. Halt, stopp, Alter, was ist denn hier los? Man sieht in diesem Film keine einzige nackte Brust. Irgendwas ist hier im Busch. Ganz im Gegenteil, dieser Film trägt sich mit genug selbstreflektiertem Humor, sodass die billige Zuschaustellung von Brüsten nicht mehr notwendig ist, um die notgeilen Fans bei Laune zu halten. Und wie schwer es manchen Männern fällt, bei Laune zu bleiben, das weiß auch Nicola. Halt ihn steif, bis der Song zu Ende ist. Kurt hat Glück, denn Jason stellt den Strom ab, wodurch der Song kurz darauf zu Ende ist und damit auch sein Martyrium endet. Nicola gefällt das natürlich nicht so sehr, allerdings kann sie den verlorenen Spaß dann kurz darauf mit Jason nachholen. Der zieht sie in das Bad des Campers und nach ein bisschen wildem Rumgefummel zerschmettert er ihren Kopf an der Wand. Zumindest glaube ich, dass er das macht. Wie die wirklich stirbt, keine Ahnung. Kurt ist als nächstes reif und bekommt ein Messer in den Kopf gerammt. Der Camper baut einen Unfall, Jason überlebt natürlich und steigt wie ein King aus dem brennenden Vehikel aus. Epic! Megan ist unterdessen auf die Polizeiwache gefahren, um nach ihrem Toyboy zu suchen. Den haben die Polizisten mittlerweile an der Stadtgrenze ausgesetzt und einen Platzverweis erteilt. In der Zwischenzeit wurden die ersten Leichen von den Menschen entdeckt, die Jason umgebracht hat. Der Sheriff kommt zu dem Entschluss, dass wohl Tommy die Morde begangen haben muss. Als der Sheriff weg ist, klingelt das Telefon und Tommy verbündet sich mit Megan, um Jason das Handwerk zu legen. Der hat nämlich in der Zwischenzeit im Handbuch des Okkultismus nachgeschlagen und herausgefunden, dass man Jason nur töten kann, wenn man ihn an der Stelle ertränkt, an der er als Kind schon ertrunken ist. Was die Frage aufwirft, seit wann zum Fick ist er als Kind da ertrunken? In Teil 2 wurde doch etabliert, dass Jason eben nicht ertrunken ist und er jahrelang allein in der Wildnis überlebt hat. Aber gut, egal, Continuity hat bei Freitag der 13. ehrlicherweise noch nie eine Rolle gespielt. Während Megan und Tommy Pläne schmieden, häckselt sich Jason durch die restlichen Teenager. Teenager, nicht die Kinder. Die eine fischt er aus dem Fenster und reißt ihr den Kopf ab, die andere zerfleischt er in der Hütte. Wir sehen zwar nicht, was er mit ihr macht, aber wir sehen, welches Blutbad die Hütte danach ist, was den Kill um einiges effektiver macht. Der Sheriff untersucht unterdessen die Morde und der Deputy hebt etwas hervor, was wir seit Teil 2 dieses Franchise nicht mehr vorgefunden haben. Wir haben heute Freitag den 13. Freitag der 13. spielt mal wieder wirklich an einem Freitag den 13. Das, und ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals nochmal sagen würde nach 4 minderwertigen Sequels, gibt mir Hoffnung für dieses gesamte Franchise. Auf dem Weg zum Camp werden Megan und Tommy von der Polizei gestoppt und verhaftet. Auf der Polizeiwache wirft der Deputy Tommy wieder in eine Zelle. Okay, du Früchtchen, rein in den Käfig. Was? Seit wann wirft man Früchtchen in Käfige? Früchtchen nascht man doch, weil die zuckrig lecker süß sind. Megan schreibt Tommy eine Nachricht auf einen Zettel. Danach können sie gemeinsam ausbrechen. Sie tun so, als ob sie streiten würden, dann nähert sich Megan der Zelle, woraufhin Tommy sie küsst.
Als der Deputy das sieht und eingreifen will, schnappt sich Megan seine Waffe und bedroht ihn damit, sodass er Tommy freilassen muss. Und diesen komplexen Plan soll Megan auf einem Stück Papier ausformuliert haben. Sure. Die beiden machen sich auf den Weg zum Camp Crystal Lake, aka Lake Forest Green. Dort ist der Sheriff mit seinen Männern bereits angekommen. Sie finden eine Menge Blut und natürlich den Endgegner Jason. Dem ersten Polizist wirft er einen Bolzen in den Kopf, dem zweiten zerquetscht er mit bloßen Händen die Schädeldecke. Zwischen dem Sheriff und Jason gibt es dann ein One-on-One. Shotgun gegen Machete, Mensch gegen Zombie, Badass Motherfucker gegen Provinzbulle mit Schnauzbart. Und so sehr ich Schnauzbärte auch vergöttere, dieses Mal ziehen sie den Kürzeren. Jason bricht dem Sheriff das Rückgrat. Obwohl hier kein einziger Tropfen Blut zu sehen ist, hat die MPAA an dieser Szene am meisten zu meckern gehabt. Der Sheriff wird praktisch in der Mitte zusammengeklappt, untermalt mit einem knirschend passenden Soundeffekt. Wirklich viel sehen wir davon aber nicht, weil das alles weggeschnitten werden musste. Es sind also noch Megan und Tommy übrig und die ganzen Kinder im Camp. Ich denke, wir sind totes Fleisch. Genauso wenig wie Jason ein Vergewaltiger ist, würde er auch niemals Kinder anrühren. Ich meine, es ist doch absurd. Stellt euch mal vor, man würde ein millionenschweres Horror-Franchise um einen Slasher-Killer aufbauen, der Kinder tötet. Komm zu Freddy. Jason jagt Megan und Tommy über das Campgelände und nebenbei zerschreddert Jason noch einige seiner Erzfeinde. Verschlossene Türen. Tommy befestigt eine Kette an einem Stein und lockt Jason in den See. Ganz im Gegensatz zu seiner Inszenierung in Freddy vs. Jason, in der Jason panische Angst vor Wasser hat, geht er hier guter Dinge ins kühle Nass. Jason, die kleine Meerjungfrau. Weil mit Feuer alles viel geiler aussieht, schüttet Tommy etwas Benzin ins Wasser und umgibt sein kleines Boot mit Flammen. Es gibt ein Handgemenge auf dem Boot, Tommy schafft es Jason, die Kette um den Hals zu legen und ihn im Wasser zu versenken. Im letzten Moment zieht er ihn aber mit unter Wasser. Megan eilt ihm zu Hilfe, startet die Schraube des Motorboots und zerfetzt damit Teile von Jasons Schädel. Das ist eine Schweinerei. Da dachte sich auch die Mutter von Regisseur Tom McLaughlin. Der hatte nämlich bei seinen Eltern angefragt, ob er die letzte Szene seines Films in ihrem Hauspool drehen darf. Having no idea that I was going to be grinding up Jason's head, you know, with this motor and turn the whole pool, you know, blood red with gookie stuff in it. And you know, my mother was freaking, but my dad, you know, thought it was the greatest thing ever. Ihr erinnert euch daran, dass der Darsteller von Jason ein Ex-Soldat war? Die Szenen, in denen er mit einer Kette am Hals unter Wasser gefesselt war, wurden auch genau so gedreht. Der Typ war unter Wasser angekettet. Jedes Mal, wenn er Luft brauchte, gab er den Rettungsschwimmern ein Signal. Die kamen mit frischem Sauerstoff, erhob seine Eishockeymaske, nahm einen Zug und weiter geht's. Soldaten scheinen die perfekten Schauspieler zu sein. Die machen genau das, was man ihnen sagt und jammern nie rum. Wobei, es gab eine Sache, die war auch mit CJ Graham problematisch. Er war der gentle Giant. So frankly, when he was grabbing people and chasing us through the woods and we had to do a lot of acting because he just wasn't that scary in person. Megan kann Tommy schließlich retten und Jason liegt auf dem Seeboden, um dort zu verrotten. Und damit endet dieser Film. Aber natürlich lässt auch der die Tür für eine weitere Fortsetzung weit offen. Im letzten Shot gibt es ein Close-up auf Jasons Auge, das noch sehr lebendig und nach wie vor blutgierig reinblickt. Kommen wir zum Fazit und der Bewertung. Freitag der 13. Teil 6 Jason lebt macht verdammt viel richtig. Meine größten Probleme mit den vorherigen Filmen waren, es ist vorhersehbar, Jason als Figur wird nicht weiterentwickelt und tritt auf der Stelle und die Filme nehmen sich viel zu ernst. Und mindestens das letzte Problem wird in Teil 6 gelöst. Freitag der 13. Jason lebt versucht erst gar nicht einen todernsten, konsistenten Horrorschocker zu erzählen, sondern erlaubt sich eine gute Schippe Humor. Und das passt perfekt zu diesem Franchise, denn wir haben doch schon immer lauthals gelacht, wenn einer der Teenager eine saudumme Entscheidung trifft oder einer der Kills zum Himmel schreiend unlogisch und übertrieben inszeniert war. Warum dann nicht gleich diese Erwartungshaltung des Publikums aufgreifen und direkt in die Dialoge und Kills einarbeiten? Freitag der 13. Teil 6 strotzt nur so von humoristischen Anspielungen und Gags. Die zünden zugegebenermaßen nicht immer und manchmal sind sie auch etwas cringe, aber so ist das eben mit Humor. Freitag der 13. Teil 6 ist sich sehr bewusst darüber, welche Klischees er bedient und schreckt auch nicht davor zurück, die vierte Wand zu durchbrechen und Metawitze zu machen. Und das ist großartig. Und auch Jason von den Toten wieder auferstehen zu lassen, zahlt perfekt darauf ein. Dadurch braucht der Film seine übermenschlichen Kräfte nicht weiter zu erklären, sondern kann ihn so unsterblich und stark machen, wie es ein menschlicher, lebendiger Jason niemals hätte sein können. Trotzdem leidet auch dieses Sequel an den Krankheiten der restlichen Filme.
Eine langweilige, vorhersehbare, abgedroschene Handlung, gepaart mit schwachen und oberflächlichen Charakteren. Und auch was das Blut und die Titten angeht, schaltet dieser Film viele Gänge zurück. Wir sehen nicht einen einzigen Nippel und keiner der Kills ist wirklich explizit. So gesehen wird in Teil 6 nicht nur Jason wiederbelebt, sondern auch ein Stück weit das komplette Franchise. Freitag der 13. Jason lebt ist ein kurzweiliger Film, der Spaß macht. Für Slasher-Fans ein absolutes Muss, für alle anderen ein niedrigschwelliger Einstieg in die Welt von Jason Voorhees. Ich gebe dem Film 6,5 von 10 Punkten. Die 80er Jahre hatten noch mehr zu bieten als nur Slasher, zum Beispiel Batman von Tim Burton. Über diesen Film habe ich auch eine Review gemacht, die findet ihr hier oben. Über diesen alten Lederlappen hier unten gibt es noch eine andere Review und ihr könnt diesen Kanal abonnieren, dann seid ihr mir ganz nah. Vielleicht sogar zu nah. Findet es heraus. Ich mache nur das Angebot. So oder so, bis nächste Woche, auf Wiedersehen.